angenommen. Willkommen in meinem ersten YouTube-Video. Ich bin Veronika Benz. Ich habe die Harzkunst, Resinkunst als meine Leidenschaft gefunden. Die meisten kennen mich wahrscheinlich, also die meisten, die das jetzt schauen, kennen mich von Instagram. Resinika heiße ich nämlich da. Werde ich euch auch mal in die Beschreibung nochmal reinschreiben. Jedenfalls will ich das Intro gar nicht mal so lang machen. Ich wollte euch aber trotzdem noch ein paar Worte dalassen. Neben dem Material, das man braucht, einfach auch noch ein paar Worte mit auf den Weg geben, wenn ihr denn tatsächlich dann mit Harz anfangen möchtet. Denn das Ganze ist nicht einfach so. Also die Sachen sind nicht günstig. Das heißt, man muss sich das gut überlegen, das vorher, bevor man sich die Sachen anschafft, dass es nicht nur Geld kostet oder Zeit. Das heißt, also die Zeit, es macht unglaublich viel Spaß. Das will ich hier nicht irgendwie vorwegnehmen oder so. Es macht wirklich Spaß. Nur man braucht auch unglaublich viel, also man sammelt so viel Erfahrung und das nicht nur positive. Also ich habe schon so oft die Sachen einfach aus dem Fenster schmeißen wollen, weil irgendwas schief geht. Und ich will einfach nur von Anfang an sagen, dass Harz, Epoxidharz, Resin eine Prinzessin ist. Also eine zickige Prinzessin muss immer optimale Bedingungen haben, sonst hat man Schlieren, die Sachen werden nicht hart. Also solche Sachen muss man vorher einfach wissen. Ich habe das halt selten oder gar nicht gelesen, bevor ich damit angefangen habe, dass es tatsächlich gar nicht mehr so einfach ist. Und wenn man sich das Zeug mal angeschafft hat, dann macht man es eigentlich normalerweise auch weiter. Nur Menschen, die vielleicht sowieso schon Stress haben, sollten es vorher wissen, dass es nicht nur Positives gibt, sondern man hat einfach auch teilweise fast Nervenzusammenbrüche, weil man Sachen dreimal macht und die nicht funktionieren. Ich hoffe aber natürlich, dass ich mit diesen Videos euch irgendwie das ein bisschen nehmen kann. Also, dass ihr nicht in die Fallen reintappt, in die viele andere reintappen, die einfach das vorher nicht wussten oder nicht wissen können, weil einfach nicht viele Sachen gar nicht irgendwo stehen oder man vielleicht nicht gut genug geguckt hat oder wie auch immer. Also, das sind einfach Sachen, die man ja, mental braucht, emotional, wo man sich darauf vorbereiten sollte, dass halt auch vieles schief gehen kann. Aber die meisten wissen davon und ziehen das trotzdem durch, denn das Positive überwiegt. Es macht unglaublich viel Spaß. Plus die Sachen, die man macht, kann man nun mal einfach im Endeffekt auch benutzen. Und ich finde, das ist das Beste daran, dass das nicht nur schön ist, sondern auch funktional. So, ich habe noch was vergessen zu sagen. Und zwar, wenn ihr mit Harz arbeitet, achtet bitte darauf, das in einem Raum zu machen, in dem ihr nicht wohnt. Also in dem ihr nicht lebt, wo weder ein Haustier noch Kinder noch ihr während der Trocknungszeit euch aufhaltet, ein Raum, den ihr gut lüften könnt, am besten ein Raum, den ihr zumachen könnt, wo einfach währenddessen sich keiner aufhält. Also bitte achtet darauf. Es ist immer noch Chemie und bitte habt das Bewusstsein dafür und verliert das nicht. Ich werde euch jetzt das Video anhängen, in dem ich euch sage, was für Material ihr braucht. So, ich beginne jetzt euch nach und nach zu zeigen, was man alles so für den Anfang braucht. Ich habe kein Drehbuch geschrieben oder irgendwas. Ich werde das einfach in meinen Gedanken durchgehen, was man alles so nacheinander eben halt braucht. Und habe jetzt alles mal zurechtgelegt und hoffe, ich habe auch nichts vergessen. So, Schritt 1. Ich würde jedem empfehlen, seinen Arbeitsplatz abzudecken, weil das Harz ist überall. Ich habe schon so viele Möbel und Wände und alles eingesaut. Zumindest ein bisschen Schadensbegrenzung, vorsichtig zu sein und zumindest den Tisch, auf dem man arbeitet, abzudecken. Das könnt ihr mit allem Möglichen machen. Ich persönlich benutze ganz einfache Frischhaltefolie, die ich über den Tisch ziehe und so lange drauf lasse, wie es halt geht. Und dann halt eben einfach auswechsle. Ihr könnt aber alles Mögliche nehmen, was euch einfällt. Das ist zumindest das, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde. So, weiter. Man braucht auf jeden Fall eine Waage. Am besten ihr nehmt eine Waage, die wirklich Milligramm genau ist. Das ist diese jetzt nicht, das ist eine ganz normale Küchenwaage. Die reicht aber völlig aus. So, ich werde versuchen, euch die Sachen in der Beschreibung zu verlinken. Und ich versuche auch, dass man mit diesen Affiliate-Links hinzubekommen. Das heißt, wenn ihr dann über den Link etwas bestellt, dann würde ich eine kleine Provision bekommen.
Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich versuche das mal zu machen. Das hat für euch überhaupt gar keinen Nachteil. Ihr werdet da dafür halt nicht irgendwie mit draufzahlen oder so. Das hat für euch, wie gesagt, keinen Nachteil. Sondern ich würde mich halt freuen, wenn ihr da ein bisschen Acht drauf geben würdet. So, wir haben diese Küchenwaage. Das Zweite, was ihr braucht, normalerweise hätte ich das sogar als erstes nennen sollen, denn das ist eigentlich das Wichtigste. Und zwar ist das die Atemschutzmaske. Ihr arbeitet mit einer Chemikalie. Und bitte, bitte, bitte kauft eine vernünftige Maske. Ich hatte am Anfang eine Maske, die war nicht ausreichend. Also ich habe eine Maske gekauft, weil ich es nicht besser wusste. Die hatte zwar, die sah auch so ähnlich aus, aber die hatte nicht die richtigen Filter. Das heißt, diese Maske hat mir eigentlich fast gar nichts gebracht. Als ich mich dann informiert habe und geschaut habe, mal nach den richtigen Filtern für die Maske, habe ich gemerkt, dass ich die irgendwie nicht finde und habe mir dann diese 3M-Maske gekauft. Die findet man ganz einfach bei Amazon. Da ist die Maske einzeln ohne Filter. Das heißt, die Filter müsst ihr extra dazu kaufen. Und bitte, bitte achtet darauf, dass da ein Filter drin ist, der auch Gas filtert. Das ist wichtig. Nicht nur Staub oder irgendwas, sondern der muss richtig geeignet sein, um Gas zu filtern. Versuche ich euch, wie gesagt, zu verlinken. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich es geplant habe. Mal schauen. Also bitte, bitte, bitte. Am besten sogar, wenn ihr eine Maske habt, die sogar eure Augen auch abdeckt. Ich werde mir wahrscheinlich auch so eine besorgen, aber bisher benutze ich die. In Zukunft werde ich mir aber definitiv eine kaufen, die auch die Augen abdeckt. Das ist auf jeden Fall noch sicherer. Sicherer geht immer. So, Handschuhe. Da gilt das Gleiche. Nitrilhandschuhe bitte. Besser geht immer, aber das ist das, was ich benutze. Die sind halt auch nicht teuer, dass du diese einfach nicht mehr bei Lidl, Aldi und so kaufen kann. So, am besten auch ein langärmeliges Shirt anziehen, dass ihr das nicht auf eurer Haut verteilt oder so. Das ist nämlich überhaupt nicht gut. So, dann habt ihr die Handschuhe an, habt die Maske an, habt eure Waage. Und ihr braucht natürlich dann Becher. Könnt ihr eine Größe nehmen, wie ihr möchtet. Ich finde, Pappbecher sollte man sich auf jeden Fall holen für kleinere Mengen. Dann solche durchsichtigen Becher sind gut fürs Mischen, vor allem für Anfänger. Denn man sieht beim Mischen die, ja, wie soll ich das nennen, die schmieren gut. Und dann sieht man besser, wann man aufhören muss zu mischen, wann ist es genug oder wann eben noch nicht. Deswegen ist es auf jeden Fall besser, am Anfang, mindestens am Anfang durchsichtige Becher zu haben. Ich habe mir mittlerweile halt solche großen Becher gekauft, wenn ich mal eine größere Menge anmischen möchte. Die kriegt man, also ich dachte am Anfang, ist es ein bisschen schwierig, die sauber zu kriegen. Aber das ist gar nicht mal so schwer. Man macht die voll, man benutzt das Harz und alles, was da drin ist, man dreht den Becher so um und lässt den einfach ja, auf der Alufolie, in meinem Fall, einfach trocknen. Dann holt man das raus und dann kann man das einfach abbrechen und das Ding wieder sauber machen. Also man kann es dann immer wieder benutzen. Zum Thema Becher. Bitte, bitte seid sparsam mit eurem Material. Ich benutze alles so oft, wie es geht. Also die Becher, die ich jetzt aktuell benutze, wenn ich Farben mische, sehen alle so aus. Ich benutze die wirklich, bis es nicht mehr geht. Denn man verschwendet so viel Material und das ist halt überhaupt nicht umweltfreundlich. Und bitte, bitte achtet drauf. Das wäre zumindest der Umwelt zuliebe. Naja, und für euren Geldbeutel ist es auch gut, ne, wenn ihr die Sachen so oft benutzt, wie es eben einfach geht. So, in euren Bechern mischt ihr euer Harz, das Wichtigste. So, ihr habt einmal Harz und einmal Härter. Die werden eigentlich, also zumindest ich kenne niemanden, der das einzeln verkauft, die werden zusammen verkauft. Das verwirrt viele Menschen, die immer dann Harz kaufen möchten und sagen, wo kann ich denn den Härter kaufen? Die werden in der Regel zusammen verkauft. So, wir haben jetzt hier 1000 Gramm, steht dann bei Amazon 1000 Gramm Harz, da sind 500 Gramm Harz und 500 Gramm Härter. So. Und auch bei den Harzen gibt es verschiedene. Das ist mein absolutes Lieblingsharz, das bestelle ich aber in Russland. Ja, das ist mittelviskos. Es gibt also hochviskose, mittelviskose Harze, niedrigviskose Harze, die alle anders arbeiten, anders trocknen und andere Effekte machen. Dazu werde ich aber ein separates Video noch machen, was welche Vor- und Nachteile hat, wie man mit was am besten arbeitet. So, hier habe ich also 1500 Gramm, denn hier hat man ein Mischungsverhältnis von
100 zu 50. Also 100 Gramm Harz auf 50 Gramm Härter. Bei diesem Harz ist das anders. Hier hat man 100 zu 100, also sagen wir mal 1 zu 1, das ist noch einfacher. 1 zu 1, also sagen wir bei 100 Gramm 50 Gramm Härter, 50 Gramm Harz. Das steht aber alles immer in der Beschreibung drin. Also ihr müsstet darauf achten, was auf der Anleitung oder Beschreibung eures Harzes, das ihr euch für euch ausgesucht habt, draufsteht. So, ihr habt den Becher, ihr habt das Harz reingefüllt. Natürlich muss man das irgendwie mischen. Dafür braucht ihr Stäbe, Mischstäbe, Rührstäbe. Ich persönlich benutze die von Mrs. Culberry, denn die kann man unendlich oft benutzen. Wenn man damit Harz gemischt hat und das trocknen lässt, dann kann man das Harz einfach abbrechen und die Rührstäbe einfach immer wieder benutzen. Also ich habe sie wirklich von Anfang an und ich habe mir noch kein einziges Mal neue kaufen müssen, weil ich die einfach, man kann die unendlich benutzen halt wirklich. Holzstäbe habe ich auch, weil die einfach oft auch als Geschenk dazugelegt werden. Die benutze ich auch so oft, wie es geht. Aber irgendwann sind die nun mal vollgekleistert mit irgendwie einer Farbe und Harz und wie auch immer. Die sind halt teilweise auch scharf, je nachdem, wie die getrocknet sind. So, dann habt ihr euer Harz gemischt. So, dann kommt es dazu, was möchtet ihr für ein Design machen? Ihr braucht natürlich erstmal einen Behälter, wo ihr das auch reinkippen möchtet. Das heißt, ihr braucht Silikonformen. Das sind jetzt Silikonformen für Untersetzer. Meine absoluten Lieblingsformen kann ich nur jedem empfehlen. Dschungelelfe bei Instagram. Kann ich euch auch verlinken. So, ihr habt euer Harz, eure Silikonform. Jetzt müsst ihr euch überlegen, was möchte ich haben. Jetzt, die meisten wollen wahrscheinlich ihr Harz dann auch färben. Dafür braucht man Pigmente. Dann gibt es einmal die Option, Pulverpigmente zu benutzen. Dann gibt es die Option, flüssige Pigmente zu benutzen. Und es gibt auch die Option, Alkoholink zu benutzen. Ich persönlich benutze es nicht. Ich habe mir das gekauft, weil ich Bilder machen wollte. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Option. Kann man auch machen. Man muss immer aufpassen, nicht zu viel Farbe reinzumischen, denn es kann passieren, dass das dann nicht richtig aushärtet oder viel, viel länger braucht, um auszuhärten. Man sagt ungefähr, es sollte nicht mehr als 10% Farbe im Gemisch sein. Ja, also die Option gibt es. Dann könnt ihr natürlich alles Mögliche dazu mischen, was ihr möchtet. Blattgold zum Beispiel, das sieht halt ungefähr so aus. Es gibt Flocken, es gibt solche, es gibt Blätter. Das kann man sich aussuchen, je nachdem, was man bestellt. Ich habe hier auch Kupfer. Ich habe alles Mögliche an verschiedenen Blattgold, Kupferflocken und Silberflocken und alles. Oder halt einfach auch Glitzer, Flakes. Ja, ihr könnt alles mit dazu mischen. Ihr könnt einfach zu Teddy gehen oder irgendwo hin und euch kaufen, worauf ihr Lust habt. Ihr könnt auch Blumen reinmachen. Aber Blumen bitte vorher trocknen. Die müssen getrocknet sein. Wenn ihr die frisch reinlegt, dann verlieren die ihre Farbe oder kriegen ganz komische, also die werden so gelb, braun, also ganz unschön. Deswegen, das wissen viele nicht und machen frische Blumen rein und haben dann halt Harz verschwendet, weil die halt wirklich nicht schön werden. So, genau. Dann haben wir das. Dann könnt ihr in euren Bechern, je nachdem, verschiedene Farben oder nur eine Farbe mischen oder wie auch immer und das dann gießen, wie ihr möchtet, in euren Formen. Zum Schluss braucht man, also ist das Harz beim Mischen, also kommen da Luftbläschen rein, wenn ihr das mischt. Das ist auch nicht schlimm, das ist normal. Umso hochviskoser euer Harz, also dickflüssiger euer Harz ist, umso mehr Bläschen können dabei entstehen. Und umso schneller ihr rührt, umso mehr Bläschen werden das. Das ist aber alles nicht so dramatisch, denn die kann man mit Hitze oder mit einem Spray entfernen. So, man kann sich entweder so einen Gasbrenner kaufen oder Gourmetbrenner, es gibt verschiedene Namen dafür. Das macht halt so ein kurzes Feuer. Ja, wenn es funktioniert. So. Und dann geht man damit einfach drüber, aber schnell. Es kann nämlich auch passieren, dass man das verbrennt und dann
entstehen da gelbe Flecken oder so. Also immer nur ganz kurz drüber gehen und vorsichtig bitte, ganz vorsichtig. Wer Angst vor Feuer hat, bitte nicht benutzen. Und wenn ihr mit Alkoholink arbeitet, bitte darauf achten, Alkohol und Feuer, keine gute Option. Ich benutze Alkoholink in Coastern und in Harz generell nicht, deswegen habe ich damit keine Erfahrung, aber bitte achtet darauf und seid euch dem bewusst, dass man Feuer nicht, also dass man Alkohol nicht mit Feuer in Verbindung setzen sollte, denn das kann einfach entflammen. Habe ich auch schon bei einigen gehört, dass das passiert ist. Also bitte vorsichtig sein. Ihr könnt, also was ich am liebsten mag, ist der Heißluftföhn. Ich habe jetzt so einen kleinen genommen, ich hatte vorher einen großen, den habe ich aber so mit Harz eingesaut, dass ich den wegschmeißen musste. Der hat nicht mehr funktioniert, weil der schon so verklebt war. Jetzt habe ich mir so einen kleinen gekauft und bin damit jetzt ein bisschen vorsichtiger. Damit könnt ihr auch einfach drüber gehen und mit der Hitze die Bläschen entfernen. So, dann gibt es noch eine Option. Es gibt Anti-Bläschen-Spray. Ich persönlich bin davon kein Fan. Benutzt einige, ich habe es mir auch gekauft zum Ausprobieren, aber ja, muss jeder für sich selber wissen. Es gibt verschiedene Marken und Möglichkeiten. Ich kann euch jetzt keins zeigen, weil ich das halt, wie gesagt, nicht empfehle. Es ist nicht von Herzen, deswegen zeige ich euch das jetzt auch nicht. Ihr könnt euch aber das irgendwie, ihr könnt euch das online raussuchen. Damit geht man dann einfach ein paar Sekunden drüber. Das, was ich kenne, stinkt extrem. Es gibt vielleicht welche, die weniger stinken. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht probiert, weil irgendwie die Erfahrung mir nicht gefallen hat und ich habe dann auch kein anderes mehr ausprobiert. Ich komme gut klar mit den beiden Optionen, die ich habe und die benutze ich eben einfach auch. So, dann habt ihr eure Luftbläschen entfernt, wartet 24 Stunden, je nachdem, was für ein Harz ihr gekauft habt, benutzt habt, 48 Stunden, 72 Stunden, ist immer unterschiedlich, je nachdem, ne, wie gesagt, welches Harz. So, ich denke... Ach ja, genau. So, dann könnt ihr eure Formen, könnt ihr am nächsten Tag eure Untersetzer zum Beispiel rausnehmen und habt dann, wie in meinem Fall, dreckige Formen. Ja, da sind einfach Fussel drin, Glitzer oder was auch immer. Was ich liebe, weil das so einfach ist, eine Fusselrolle. Damit mache ich meine Formen sauber. Ich gehe einfach drüber und dann bleibt da das meiste kleben. Und man hat saubere Formen. Also das geht für mich einfacher, als das mit Wasser abzuspülen. Das ist mühselig und dann bleiben da Fussel vom Handtuch und so vom Trocknen wieder drauf und so. Ja, also ich finde, das reicht für mich völlig aus. Muss natürlich jeder für sich wissen. Da kann man natürlich alles Mögliche an noch Extras machen. Das entwickelt sich mit der Zeit. Ihr merkt, was brauche ich noch, was könnte ich jetzt noch haben. Ich benutze manchmal Löffel, um das Glitzer richtig reinzutun. Oder was ich auch oft benutze, sind Zahnstocher. Wenn irgendwas in die Untersetzer reingefallen ist und dass man dann einfach rausholen kann. Vielleicht ein Haar oder Glitzer, wo es nicht hin sollte, das kann man dann einfach rausnehmen. Natürlich vorsichtig die Formen nicht zerkratzen, aber ist auf jeden Fall praktisch, dass man sowas einfach mal dabei hat. Ja, ich hoffe, dass das jetzt erstmal für den Anfang als Grundlage, was man braucht und was man nicht braucht, ausreicht. Und ja. Lasst mir Feedback da, ich würde mich freuen und es kommen noch weitere Videos. Ich wollte mit einem Grundlagenvideo anfangen, weil ich denke, das ist einfach der beste Anfang halt, ne? Um dann darauf aufzubauen und ja, also es kommen noch viele Insider-Tricks, die ich persönlich benutze. Ich kann euch natürlich nur von dem erzählen, was ich für Erfahrungen gemacht habe und wie ich arbeite. Ja, und ich hoffe, dass ihr euch das gerne anschaut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben.